Ist das aufregend, Chat? Was ist hier los? Chat? Chat im Bild? So weit kommst du. Die Wiener Partie. Unsere erste Blitzpartie. 1500 Fragezeichen. Ich bin guter Dinge. Vier Sprengerspiel haben wir in der Schachschule gelernt. Chat, habt ihr aufgepasst? Trick. Sprenger schlägt E4. Und jetzt der Doppelangriff. Bin ein bisschen aufgeregt. Das ist meine erste Partie hier auf Lead Chess im Stream. Aber ich sollte nicht aufhören, nicht jetzt schon anfangen, die Lead Chess Gegner zu beleidigen. Bisher kommen mir vor wie Stromberg bei der Helios. Die kochen auch nur mit ganz, ganz lauwarmem Wasser hier. Sprenger nach G1. Läufer raus, stehe ja schon gut. Bau mehr. Ich muss aufpassen, mich hier nicht matt setzen zu lassen. Bau nach T3. Was machen wir? Stellen wir eine dämonische Falle? Gibt es bestimmt ein Eric Rosen Video zu dem Thema. T schlicht E Läufer F2 Schach. Läuft bei uns, Chat. Er schlägt. Schlagen wir die Dame. Kann er nicht bringen. Muss also König E2 spielen. Wonach muss ich zu meiner Schande gestehen, ich noch nichts Direktes sehe. Läufer G4 Schach, Springer F3 bringt noch nicht so viel. Ich will eigentlich nicht die Damen tauschen. Also behalten wir sie auf dem Brett, oder? Dame hier. G3, Lauf schlicht G3, sollte funktionieren. Oder Dame E4. Spielen wir so. Springer F3. Elis, sorry, wenn ich dich hier überfall mit meinem GM-Titel. Ist meine erste Partie. Ich weiß nicht, ob ich die Zahl M werde hochsetzen können. Aber wir versuchen uns hier schnell nach oben zu grinden. Bullet habe ich schon ein bisschen gespielt, aber noch nie Blitz. Jetzt meine Dame angegriffen. Die müssen wir retten. Vielleicht so, oder? König. Recht allein auf weiter Flur. Wir drohen Schachmatt. Dame schlägt E4 und Dame D4. Also es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Schachmatt-Chat. Ärgern wir Elis hier nicht weiter. Vielen Dank für die Partie. Opponent. Da ist er, Malf. Spiel mal Französisch. Malf. Ja, ich spiele natürlich Leguane. Sprenger nach D2. Malf hat das einstudiert. Malf, Alter. Nightbar, brauche ich nicht dieses DE in Klammern im Titel? Ich glaube, das brauchte ich. Superstecher, seit wann hast du denn die GM-Markierung geholt? Ich habe hier Connections. Ich habe Connections. Ich habe gesagt, bin ich GM? Dame nach B6, spielt man so. Gehen wir in Schach, oder? Deckt den Läufer. Ich bin aus dem Buch. Schlagen sieht normal aus. Dann entwickelt er sich zwar schnell nach Lauf schlicht C5, aber ich kann vielleicht versuchen, jetzt zu nerven. Lauf F2! Gut, dass ihr aufpasst, Chat. Lauf F2, dann
Habe ich mich vielleicht selber genervt. Ich glaube, die Steuerung ist noch okay zu meinem Glück, aber geplant war es übrigens nicht. Eieiei. Geht gut los. Aber war natürlich ein großmeisterliches Bauernopfer, um jetzt hier Druck auf G7 zu entfalten. Uff. Ja, Gambit. Was hast du vor? Dame G4? Ist das dein Plan? Ne, weiter Schachs geben. Okay. Kann ich nicht verbieten. Oh nein, mir wird gleich mein Game-Titel wieder weggenommen. Ich bin's wirklich. Es gibt Video. Ich bin nur schlecht. Malf. G6 gefällt mir nicht, schwächt hier die schwarzen Felder. Das können wir doch hoffentlich irgendwie ausnutzen. Erstmal Turm in die Mitte. Nächsten Turm in die Mitte. Nicht all meine Bauern schlagen, Malf. Irgendwann ist Schluss mit lustig. Okay, das Malf alles egal. Eiskalt. Nimmt ein Bauern nach dem anderen. Malf, Alter, jetzt auch mal gut. Ich habe gesagt, hier zwei Bauern ist okay. Irgendwann ist Schluss mit lustig. Eiskalt, der Malf. So, wie spiele ich denn? Läufer C3 kann ich spielen und nimmt hier, nimmt hier. Ich weiß nicht, ob das schon die brutalste Lösung ist. Gefährt schon hier hin. Oder Springer C5. Springer C5, Springer E7. Ich darf ja sowieso ein bisschen Druck zu machen. Malf, lass mich in Frieden. Malf kennt echt nix. Deckt hier. Ist ihm alles egal. Ich sage einfach gerne Malf. Sorry, wenn ich es ein bisschen zu häufig sage. Jetzt doch zurück mit der Dame, oder was? Komm mal, jetzt geht's andersrum. Ja. Bist nicht der Einzige, der hier Sachen gerne schlägt. Kiwi Koala, also Springer 7 und Rochan steht schwarz gut oder? Naja, so, Alter, ist ja nicht gekommen. Kiwi Koala hier. Den König halten wir sowas von in der Mitte. Malf fährt sich weiter C leider. Das haben wir eigentlich nicht gewettet, Malf. Ich habe noch ein paar Bauern weniger, aber immer noch eine gewisse Initiative. Ich brauche noch immer noch drei? Ich dachte, ich hätte mehr schon zurückgeholt. Malf rennt jetzt einfach los. 6 auf 4. Ich bin ja echt schon am Schwitzen hier. Nehmen wir, was wir kriegen können. Schachmalf. So, wie geht's weiter?
Vielleicht Turm wieder weg. Stell zu weit vorne. Türme sind ja sehr devote Figuren. Gerne hin. Passen auf alles auf. Fetcher, du bist dran. Soon ist da. Grüße dich, Soon. So langsam hole ich auf hier im Bauern-Count. Jetzt muss ich nur noch was für den Figuren-Count tun. Komm, jetzt gönn mal, Malf. Mir alles wegnehmen die ganze Zeit. Immer nehmen, nehmen, nehmen. Langsam sehr gut aus. Dankeschön, Dankeschön. Näher. Keine falsche Scheu jetzt, Malf. Immer rein in die gute Stube. Malf, Riesenpartie. Das war spannend. 4 Bauern weniger gehabt. Stark gespielt. Danke, Malf. Ich muss sicherer spielen. Damengambit. Wie Beth Harmon. Oh nein! Komm, will ich sicherer spielen? Kommt hier Ango. Macht Stress. Ango, hast du es einstudiert? Nirgends hat man seine Ruhe. Sieht aus wie Quatsch, aber ich habe trotzdem Angst. Ich bin ein bisschen angophob jetzt schon. Wie spät ist denn? Sprechen wir 3. Fetsch. C5, hast du das alles einstudiert, Ango? Dame F6. Ich bin eigentlich, das eben war eine Ausnahme. Ich bin eigentlich sehr bauernschlagfreundlich. Freudig. Freundlich auch. Jetzt ins Endspiel. Ich habe auch mehr Zeug. Das sieht gut aus für mich. Bringen wir Läufer raus, oder? Katalanisch haben wir gelernt. Der vierenkettierte Läufer ist stark. Brecher mit dem Babyface. Danke für den Sub. Oder? Ich muss anfangen, echtes Leguan-Schach hier zu spielen. Die Leute sind mir alle zu aggressiv. Lasst mich in Frieden. Lasst mich in Frieden mit euren ganzen Agro-Gambits hier. Ich will doch nur meine Ruhe haben. Ein paar Bauern schlagen und nach Hause gehen. Ist das denn zu viel verlangt? Was ich gut finde hier bisher auf der Seite ist, dass ich immer weiß habe. Das können wir beibehalten, finde ich.
Was ich nicht gut finde, ist, dass ich immer so angegangen werde. Chatfrage, ich kenne Drake Lamar, Mark. Ja, ist so ein bisschen stimmungsabhängig, aber natürlich ein super Rapper. Good Kid, Mad City. Finde ich super. Wie heißt das andere hier? Pimple Butterfly oder so? War zu kompliziert für mich. Kann ich immer mal was wegnehmen? Nicht so richtig, ne? Kannst du mir nicht ein paar Figuren geben mal? Ja, komm, ich geh nach Hause. Ich brauche nicht mehr. Drei. Eben habe ich vier weniger. Also, es kann nur alles passieren. Na, ich bin verhalten optimistisch. Fesselpech. Gibt sich geschlagen. Danke für die Partie. Ey, ohne Schwarz haben wir gesagt, denke ich. Emden Sarioglu. Bist du am Start? Ja, halten wir dagegen. 8 zu 100 haben wir, Chat. Schottisch können wir. F3 kennen wir nicht. Sieht aber auch ungesund aus. Läufer C5 oder D5? Beides gut aus. All in Winner! Danke für den Sub und alles andere. Herzlich willkommen. Wir spielen auf Lead Chess. Haben hier schwer zu kämpfen. Aber gebt mir alle Mühe. Der Läufer hängt doch. Aufpassen. Fokushose. Kannst mir einfach einen Läufer schenken. Einen Schachgroßmeister. Tschüss, Läufersituation. Natürlich bitter jetzt. Ich kann nicht entscheiden. Ich habe irgendwas Hübsches, Dame E7, Dame G5, Lauf F2, bringt nicht so viel, ne? Aber ja, auf doof. Ein paar Figuren raus, haben wir es gelernt. Hey, der sagt, so würde ich die 1900er auch locker schlagen. Mach doch! Muss halt Druck machen. Man muss immer Druck machen. Ja, Druck! Schlägt, mache ich den griechischen Abzugsangriff. Bundeswehr lief schlecht, Mace Window. Zweiter Remis, nicht zufrieden. So. Soll ich hier irgendwann aufhören, um zu kaspern? Nein. Wie spät ist denn am schlausten? Vielleicht so? Vielleicht so.
Chad, jetzt lass mir doch hier 4 Partien mal in Zahlen ein bisschen hochspielen. Beansy 123, danke für den Sub. Schlagen ist ein bisschen leguanisch, ne? Können Ich wollte noch angreifen. Tronix, bei Lee Chest ist noch mehr Gegner auf deinem Level, oder? Werden wir sehen. Erstmal mal gucken, auf welches Level wir kommen. Ich den Bauern schlagen. Ich nehme mal weg. So, kann ich hier Kram angreifen? Ich kann auch versuchen, Matt zu drohen. Damit D4 oder so. Kann er es noch parieren? Kann er meinen dämonischen Mattangriff noch parieren? Damit D4, Dame H4. Ist noch nicht so richtig matt. Versuchen wir noch ein bisschen Zeug wegzunehmen. Aber ist ein bisschen leguanisch. Nee, was soll passieren? Tauber 27, vielen Dank für den Sub. So, wir drohen Schachmatt. Nach meinen Berechnungen muss er das mit Dame nach H4 parieren. Und war das in meiner Berechnung noch nicht? Springer D5. Das wird ihn schockieren. Er kann nicht schlagen. Ich denke, Dame schlag. Ich drohe Springer E3 Schach. Also muss er Springer C4 spielen. Und dann weiß ich auch noch nicht. Springer E3 hier mal gucken. Wehrt sich wacker, seid hier Figurenpech am Anfang. Aber Figurenpech sollte den Ausschlag geben. Muss eben noch die Dame von F2 ablenken. Ich weiß noch nicht genau wie. Ganz egal wo. Ich starte noch ein bisschen, oder? Was soll passieren? Ich sage sehr häufig, was soll passieren? Irgendwann passiert, glaube ich, was. Hier E schlägt D, C schlägt D, muss ich mir schon über Turm E1 Gedanken machen. D5 war ein bisschen sehr wild gespielt. Chat, Hilfe! Mit Figur mehr. No! Obwohl CD Turm E1 halt echt nicht gut. D5 war nachhinein nicht so weise. Könnte man, glaube ich, sagen. Aber gleich gehe ich zum Gegenangriff über. MNES. MNES Sarioglu. Ich warne schon vor meinem Gegenangriff. Nur, dass hier nicht gleich das Geschrei groß ist. Ich plane einen Gegenangriff. Hier kommt er, hier kommt er. Da kommt der Konter.
Wenn Dame schlägt, Schachmatt. Wenn Bauer schlägt, schlagen wir hier. Wenn gar nichts schlägt, müssen wir gucken. Turm D8 Schach nehme ich weg. Dame schlägt und König G7. Da hat er kein sinnvolles Schach. Und es droht hier wieder matt. Ich weiß, ist beeindruckend. Zeit steht nicht still. Vielen Dank für die Partie. Emden Sarıoğlu, sorry, es war natürlich ein bisschen Pech mit Figurpech am Anfang. Tschui Anton, 2,193. Ja, immer so mal gut hier. Meine Herr Spanischspieler. Chui, Alter. Okay, spielen wir erstmal hier unsere Hauptwaffen. Schön Marshall. Marshall gegen Chui. Hast du einstudiert, Chui? Ich habe kein gutes Gefühl hier. Mit Chui ist nicht gut Kirschen essen. Kennt alle Tricks. Von Hütchenspiel bis Playback-Rap. H5, das kenne ich nicht. Aber es sieht auch nicht gut aus. Du solltest die Figuren entwickeln, Chui. Nicht hier einfach so mit der Dame auf doof raus. Kannst nicht bringen. Kannst du nicht bringen. Ich sage, Schachexperte Jan Gustafsson sagt, kannst nicht bringen. Hier, machen wir gleich Tricks. Neuschi, danke für den Sub. Er schlägt, schlage ich nämlich. Diese Trick. So, und nun? Ich würde den Springer eigentlich gerne hier lassen, weil er weiß ja auch so ein bisschen paralysiert. Vielleicht ein paar Figuren entwickeln. Auf E6 oder so. H4, G3 bringt noch nicht so viel. Auf E6 schwächt natürlich auch sehr. Was wäre denn aggressiv? Läufer hier raus. Sieht ein bisschen merkwürdig aus für diese Art Stellung. Aber warum nicht? Auf doof. Er kann nicht schlagen, also wäre wahrscheinlich Läufer C2 spielen, um den Springer loszuwerden. Jetzt könnte ich. Ich habe so viele Möglichkeiten. So wenig Zeit. Nehmen wir mal so einfach. Obwohl. Weiß nicht, ob das hier der vielversprechendste Weg ist. H4, G3. Dann könnte ich Springer E5 spielen. Bringt mir das irgendwas? Nur die Frage. Bringt mir wahrscheinlich nicht so viel. Naja, ich spiele so oft doof. Aber ich habe es nicht gut gespielt. Jetzt Dame H3. Dann kriegt er Zeit. Er wollte mich hier mal setzen. Kann es nicht bringen. Tschui. Chui spielt zu aggressiv. Dass ich das nochmal sage. Aber Chui, du musst die Figuren wickeln. Läufer zurück. Hast du deine Schuldigkeit getan da drüben, Herr Läufer? Ich spiele nicht zu aggressiv. CE vor, zurück, links, rechts. Some Vapor Trails, vielen Dank für den Sub. Mein subtiler Plan ist hier zu schlagen und dann hier zu schlagen. I know. Haben wir jetzt einen subtilen Plan? Nicht so richtig. Aber wir haben einige verlockende Möglichkeiten. Ich nehme erstmal weg, oder? Ich kann auch Turm E8 spielen. Sagen hier, Figuren entwickeln. Was meinst du?
Ich sage ja immer, Marshall, Figuren entwickeln ist auch irgendwie key. Tommy 3, er versucht hier das Leid zu mindern. Aber es wird schwer. Ich sag's dir, wie es ist, Chui. Dieses Marshall ist giftig. Chesswill.com/Jan soll ein fantastischer Kurs zu dem Thema sein. Also da kann man schnell Ärger kriegen. Kann schnell Ärger kriegen. Und jetzt ist Tschüss Dame-Situation. Vielen Dank für die Partie, Chui Anton. Slavisch. Okay, Niger Fusion. Nur weil wir auf einer anderen Seite sind, heißt nicht, dass wir weniger Leguane spielen. Ja, schön Stonewall. So haben wir es doch gelernt. Nasir sagt, in which city you live, Jan? I live in Hamburg, Germany. Fetsche, du bist dran. So, wie macht man hier Druck? Chat, ihr könnt euch aus mit Druck machen. A3 sieht druckvoll aus, oder? Oder? Druck machen mache ich später. Keine Sorge, keine Sorge. Ich war schon mal in Bergedorf. Deichkind kommt aus Bergedorf, ist nur wenigstens. So, bisher habe ich so mittel viel Druck gemacht, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber ich habe immer noch gute Druckmachvorsätze. E7. Wahrscheinlich ein guter Zug. Wahrscheinlich gut gespielt von Mr. Fusion. Manchmal muss man auf verschlungenen Wegen den Druck erhöhen. A2 ist zu devot, ne? Selbst für mich. Selbst für mich zu devot. Ich gehe hier lang. E8, jetzt spielst du aber auch ein bisschen leguanisch hier, ne? Mr. Fusion. Ja, wir gehen rein. Steuerung ist nicht so klar, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich bin selten ganz ehrlich. Ich soll ein bisschen besser stehen. Der B-Bauer. Ist ein bisschen weich.
C5, Turm B2. Ich kann wegnehmen, man kann auch D3 nehmen, ist nicht so viel. E5, Turm B2. Alles nicht super beeindruckend, wenn ich ehrlich bin. Ich muss leider weiter mit Leguanhose spielen. Druck. Wir müssen hier alle Leguan-Register schon ziehen. Das gewinne ich alles nicht hoch, ne? Ich würde so gern hoch gewinnen. Turm C1, Springer E4, Springer B4, Turm C3. Es werden alles keine hohen Siege. Springer C3 droht leider die Gabel. Turm C3, was soll ich machen? Hier wahrscheinlich, ne? Ich dachte, Springer C3 muss irgendwie, können wir auf einspielen oder so, dann hat er uns auch Zeit. Ich glaube nicht, dass ich so schlimm stehe, aber auch nicht beeindruckend. Nicht, dass ich hier beeindruckend stehen würde. Ich versuche nur hier Mr. Fusion zu beschäftigen. Wie beschäftigen wir ihn weiter? Turm A7 wäre nicht so schlau. Wegen Mattpech. Wir auf Matt spielen. Wird nicht leicht, ne? Es wird nicht leicht. Ist alles nicht so richtig, Matt. Das ist unsere erste Niederlage. Die Luft ist dünn da oben. Schon bald greifen viele zu verdammt miesen Methoden. Seht ihr die Fokushose in meinem Gesicht? Schau in mein Gesicht. Und du wirst sehen, Hosen lügen nicht. Nach Turm C2 kann ich leider nicht weiter in diese Richtung. Turm D3 kommt überraschend. Jetzt kriegt er ein bisschen Platz hier. Ich dachte, er gibt Schach und ich muss zurück. Springer D2, wo ich wollte irgendwo matt setzen. Ja, funktioniert das? Oder setzt er mich zuerst matt? Ist das aufregend hier mit dir? Die Zeit steht still.
König zentralisieren, immer richtig im Endspiel. Uff, harter Kampf. Vielen Dank für die Partie. Was sagt Chat? Lidschir spielen wir noch durch heute. Bellagino. Bellagino will nicht mit mir spielen. Ja, Angst vor dem. Vor dem GM-Titel. Kann ich verstehen. Ich bin ein sehr, sehr furchteinflößender Großmeister. Jean-Luc, danke für den Sub. Ramon Jesus. Kann man alles machen, was der Ramon da macht. Hier mal ja. Rochade, Schokolade, oder? Ich kenne diesen Menschenschlag. Ich will Springer auf einspielen jetzt. I know the type. You know the name. You know the number. Furchteinflößend ist anders, Ramon. Ich habe noch nie Paddel gespielt hier. Mein lieber Freund Paco. Paco Vallejo. Ich spiele sehr viel Paddel. Und ich glaube, als wir in Spanien im Trainingslager waren mit Magnus, war die Gang auch Paddel spielen. Ich hatte leider Rückenpech. Hatte ich Rücken. Da war ich nicht dabei. Aber ich habe nur Gutes gehört, weil ich habe tatsächlich noch nie gespielt. So, wie kann ich hier Stress machen? Lauf F5, Turm D1. Macht noch gar nicht so viel Stress, wie ich gehofft hatte. Ich stehe natürlich trotzdem ganz bequem. Kann ich irgendwas Besseres machen? Fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Erstmal den Läufer aus dem Weg, dass er nicht angenervt wird. Sonst kommt wieder einer dieser Läufer-Antanz-Tricks, wo er nichts mit zu tun hat. Wir können ja so spielen, oder? Ein bisschen Fesselspielchen. Er so, ich so. Chat wegen Turm. Was ist denn so cool am Paddel? Ich habe es noch nie gespielt. Ich glaube, es ist so ein bisschen so Badminton-Vibe, oder? Ne, Quatsch, Badminton. Squash. Gibt es noch Squash? Das ist nicht mein Problem hier, meine Türme. Das ist euer Problem. König H1. Nehmen wir, oder? Hast du irgendwas Dämonisches geplant? D4 oder so? Er hat sich was bei gedacht. Er hat sich was bei gedacht. Ich sage immer noch hier, der Ramon Jesus, der denkt sich was dabei. Schlägt D4, ist gar nicht blöd. EF, Läufer H7, König H7, Dame C2, Schach. Allen Tricks spielt er, mit allen Tricks. Ich sehe leider nichts Besseres, aber schön gespielt. I tip my hat. No, ne, und jetzt spielst du Fe, habe ich dich so gelobt. Fe ist next. D4 musst du spielen. Jetzt mal gleich Stress hier. Jetzt machen wir Stress.
hier rüber. Was ist denn der G4 dann irgendwann? Auch hier, keine Ahnung. So sehr nervt mich G4 jetzt auch nicht. Ramon fightet, aber steht schlecht. E5. Tja, kann ich es irgendwie ästhetisch lösen? Ich probiere hier einen auf Ästhet zu machen. Bin ich Ästhet? Schachästhet, meine Damen und Herren. Opfern wir Kram. Geht wahrscheinlich hinten und vorne nicht. Aber ästhetisch ist es. Ne, Ramon? Find's auch hübsch? Schach. Siehst du denn das genauso? Nochmal Schach. Da genau so. Nochmal Schach. Läufer. Läufer stark, Chat. Damen auch stark. Wie geht's dir eigentlich? Ramon gibt sich geschlagen, weil er Matt im nächsten Zug Dame F4 schlägt. Habe ich aber auch schon gespielt. Ich lobe mich ja ungern selber. Okay, Spaß. Ich lobe mich schon gern selber. Das ist der Triple-Diagonalangriff, der klassische. So. Ein Spiel mal noch. Wie sieht man das? Aber irgendwas ziehen oder nur mal hoffen, dass Schach ist? Nee, nee, nee. Hier D5 ist uns zugeschlossen. Den nehmen wir weg, Sandokan. E5 kenne ich nicht. Ich ziehe Figuren raus. Sandokan hat das bestimmt einstudiert. Wenn ich hier wieder wild mit meinem Springer durch die Gegend springe. Hier, ersten 7 Züge machen wir mit dem Springer. Jetzt kommt der andere Springer. I'm on Twitch, danke für den Sub. Du kennst das alle, Sandokam, ne? Das haben wir eigentlich nicht gewettet. Naja, wie schlimm kann es sein? Wie schlimm kann es sein? Läufer raus. Noch ein Läufer raus. Kumpelblase, danke für Le Sub. Ey, was machst du, Läufer? Chat, sollen wir weiter posen, so Turm D6 spielen? Ich weiß nicht, was besonders gut ist. Aber wir wollen ja hier rumposen. Ist echt nicht so gut. Watch else. Fesselmäßig. Erika Berge mäßig. Nee, 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 Läufer brauchen wir noch. Den Läufer brauchen wir noch hier für Fesselzeug. Verfall, danke für den Sub. Hype-Train nähert sich. Hype-Train, Alter. Rast durchs Dorf hier gleich, wenn wir 2-3 schaffen. Wie ist die Steuerung? König H7, Turm G5, F6, wehrt er sich noch. Ne? Vielleicht soll ich nach König H7 nicht wegnehmen, sondern etwas aktiveres spielen, so Turm D6 oder so. Eventuell.
No money for EA, sag, gibst du eigentlich noch Unterricht? Wie meinst du? Schachschule haben wir heute gemacht. War hier, war eine besonders lehrreiche Folge. Ist immer noch gefesselt. Jetzt muss ich einmal hier Bauern wegnehmen, ne? Turm G5, Turm E6. Alles nicht schlecht aus. Boring Player, hehe, danke für den Sub. Bin da nicht wählerisch. Ich nehme mir einen Bauern nach dem anderen. Sorry. Ich nehme auch Springer. Sando kam, gibt sich geschlagen. Danke für die Partie. Lug und Trug, danke für den Sub. Hält den Hype-Train hier am Laufen. Dankeschön. Weiter geht das. Tears for Nations. Oh, 2296. Es geht um alles, Chat. Mit Fokushose auf 2300? Fragezeichen. F3, so aggressiv. So aggressiv. Da müssen wir. Na, E3 ist nicht so aggressiv. Was macht man hier? D5, A3, CDED, D5 vielleicht. Vielleicht so. C7 etwas artifiziell, gebe ich zu. Na, na, na. Tears for Nations. Nicht zu freigebig hier spielen. Ist ein Turm. It's a rock. Die Frage ist, kriege ich meine Dame hinten einmal wieder raus? Das wäre natürlich praktisch. Ich probiere. Erstmal Fetcher. Den Bauern wegnehmen auf doof. Und dann weitersehen. Schach. So, wir haben König in der Mitte Pech, aber wir haben mehr Türme Glück. Fabse 92, vielen Dank für den Sub. Tut tut, High Train. U1 über Lübecker Straße. So sieht es eigentlich mal aus. Schön hier bis Wandsbek Gartenstadt. All the way to Farmsen. So, wie organisiere ich denn meine Figuren? B5, B4, Turm D1, vielleicht den Francesco immer noch nicht los. Vielleicht erstmal Fetsche ins Spiel bringen. Fetsche, du bist dran. C3 sieht nervig aus, ne? Findest du auch nervig? Tears for Nations. Ein Dammtausch. Schwer zu vermeiden jetzt. Und weil ich ja Turmglück habe, sieht es gut aus hier für mich. Oh, 78% Hype Train. Aber wir haben nur noch eine Minute und 14 Sekunden. Geht da noch mehr?
Gib den Hype-Chain mal her. Ab Farmsen kennt man sich da in der U-Bahn. Das automatisch HSV-Fan. Ist korrekt, das ist korrekt. Das ist eine harte Strecke hier. Farmsen, Trabrennbahn, Wandsbek Gartenstadt, Berne. Also gerade wenn man da in Volksdorf falsch abbiegt. Punkt 91, danke für den Sub. Und Ninja Du 112, danke auch euch. Zug fährt weiter. Magnus Malen sagt, großer Beef mit Magnus Carlsen. Ja, ist jetzt bei Lee Chess eingestiegen. Ja, Magnus Carlsen hat noch nie auf Lee Chess gespielt. Damals der 1. Tears for Nations. Danke für die Partie. Wieso nicht Gabelung mit dem Pferd? Ich habe ja Turm mehr. Dann müssen wir nicht uns noch Stress machen. Noch Figuren rauskriegen. Gute Nacht, Richard. So, habe ich Lead Chess schon durchgespielt? Das war's jetzt hier oder was? Ich weiß nicht, ob die 1800 heute noch gehen. Sonst nächstes Mal mit Fokushose. Flebo! Hey, Flebo, was geht ab? Hast du Bock? Ja, klar. Komm, wir rocken jetzt die Stadt. Also macht euch locker. D3, ist das hier die Lead Chess-Variante? Denn dieser Sound. Sowas hat man nie gesehen. Sowas machen Hip-Hopper. Sinoxi, danke für das Sub-Geschenk. Sollen wir hier angreifen? G5 oder ist Quatsch? Ich bereite es mal so ein bisschen vor. Schmeiß D2 spielt, dann machen wir Attacke. Ja, spiel ich mal D2, wir machen trotzdem Attacke. Komm, auf doof. Gangster-Napper, danke für den Sub. Attack! Flebo. Weiß nicht genau, wer wen angreift. Na, ich tue jedenfalls. Der hier weg. Oder Turm G8. Turm G8, wenn er H4 spielen, macht mir das Angst. Angst ist übertrieben, aber ich weg. Vielleicht ein paar Figuren raus, oder? König geschwächt haben wir doch schon. Können wir jetzt ein paar Figuren wickeln. Alte Falte 1, danke für den Sub. Erstmal Schach. Ich hier schnell wie zaubern. Sinoxi ist wieder am Start, danke dir. Schach schlägt, Schach, Turm H3, schlägt, Springer G2, Turm G4, ist mir zu kompliziert, ey. Zack, zack, zack. Naja, ist wahrscheinlich nicht gut. Mann, ich will aber gerne, dass das funktioniert. Wenn man gerne will, dass was funktioniert, funktioniert es manchmal auch. Ah, nee, es funktioniert nicht. Was soll ich machen? Es funktioniert leider nicht. Zeilensprenger G4 gerechnet, aber hab's nicht zum Laufen gekriegt. Element, danke für den Sub.
brauche mehr Türme. Ich brauche zwei Türme. Wie Saruman. Hafia, ich kann einen schlagen. Was ist da los? Scheint keinen Respekt vor Türmen zu haben. Flebo. Do you respect Rooks? Bisschen random. Okay, ich habe Turm mehr Glück. So schlimm kann ich schon nicht sein. Wie gewinnen wir? Vielleicht fährt schon rüber. Fühlt sich bisher noch nicht an, als hätte ich einen Turm mehr. Aber eines Tages wird der Turm hoffentlich ein Wörtchen mitreden können. Komm, Alter, mach mal was. Flebo, gehen die Figuren aus. Danke für die Partie, Flebo. Türme sind auf Leadchef genervt. Verstehe, verstehe. Wie war denn die Planung zu Bangkok Open? Da bin ich auch im Moment nicht so involviert, aber ich gehe davon aus, dass es stattfindet. 22. bis 30. Oktober. Mieke saß noch vor, dir eine Streamer-Seite auf Leadchess anzulegen. Ich weiß nicht, was das ist, aber ja, machen wir bestimmt. Machen wir bestimmt. Leadchess hat diesen Bug, dass Bauern im Vorbeigehen schlagen können. Das klingt super. So, Chat, eine spielen wir noch. Ja, grundlos Turm und Läufer eingestellt. Ich habe sehr, sehr viel Druck gemacht. Druck. Ja, ich muss E5 verändern, ganz wichtig. Kappa blank. Hey! Ohne Pre-Move, habe ich gesagt. Der hat einfach gepre-moved. Habt ihr gesehen? Einfach so, zack. Schwupps, da war der Bauer weg. Ohne Warnung. Bitte. Das heißt Theorie. Kappa blank, hast du es einstudiert? Ich habe es noch nie gesehen. Sieht ein bisschen besser aus für Weiß, aber nicht hoffnungslos für Schwarz. Hätte ich wahrscheinlich ein bisschen gemeiner spielen können. Überlegt er, ob er ED machen kann. Das sieht gefährlich aus. ED, Springer E5. So, so, so.
Schach sieht sehr gefährlich aus. Deshalb Springer schlicht, das ist solider. Nicht mit der Dame. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Springer C6 mit Tempo. Okay. Wie schlimm kann es sein? Spielt vernünftige Züge. Hab wenig auszusetzen. Aber ich spiele auch vernünftige Züge. Eine meiner Stärken. Dame hier hin oder Dame hier? Dame G5, H3, Turm D1. Wie geht das aus? Schauen wir mal. Hey, Gewettbreck. Gewettbrett. Gewettbreck. Sprint D5, das kommt überraschend. Kann er bestimmt machen. Nicht so, oder? Jetzt haben wir noch ein paar Figuren entwickelt hier. Das kann auch so schlecht nicht sein. Die Frage ist: Ist es so gut? Sehe noch nichts besonders Durchschlagendes. Tja, dann nicht. E5, wenn Springer D4 spielen. Wie sehr stört mich das? Nicht so toll, oder? Tja, was soll ich sagen? Viel ist es nicht. Bisschen Vorteil, Läuferpaar und der doppelte Haarbauer. Aber die Welt ist es nicht. Und gerade mit wenig Zeit im Blitzen muss man natürlich immer extra aufpassen auf die fiesen Springergabeln. Wie ein Luchs muss man da aufpassen. Hat er gut gespielt? Hat er gut gespielt? Spielt gut. Kappa blank. Spielt einfach stark. Hier wegnehmen wir mit zu wenig. Aber jetzt, wie gesagt, müssen wir wieder luchsisch aufpassen. Durch D5 muss er, glaube ich, machen. Dann dachte ich, vielleicht kann er nichts mehr ziehen. Mit ein bisschen Pech kann er dann nicht mehr viel ziehen gleich. Der Springer kann ich ziehen, der König kann ich ziehen. Können nur noch die Bauern ziehen. Und die kann die haben ja nicht ewig Züge. Weißt du, wie ich mein? Kappa blank. Klassische Zugzwangssituation.
Ist gemein, dieser Zugzwang, aber vielen Dank für die Partie. Capa Blanc. Versteht ihr? Er muss den König wegziehen, dann schlage ich, sonst gehen ihm die Züge aus. Zugzwang. Lifetime seiner Läufer G5 ging nicht einfach so, war dafür ästhetischer.